Unsere heutige Tour beginnt an der Ehrwalder Alm und wir haben gleich einen wunderschönen Ausblick auf ein traumhaftes Bergpanorama. Diesmal haben wir mehr Ausrüstung zu tragen, schließlich wollen wir auf Deutschlands höchstem Berggipfel übernachten. Und da wir unter freiem Himmel schlafen werden, braucht es einen warmen Schlafsack und eine gute Isomatte. Doch erst einmal genießen wir den schönen Ausblick mit den Kühen auf der Weide, die sich offenkundig pudelwohl fühlen. Hin und wieder versperrt so ein Rindvieh dann auch mal den Weg. Doch gerade diese Idylle ist unbezahlbar, um den Kopf mal wieder frei zu bekommen. Nun beginnt der Aufstieg, der uns rund 1,5 Stunden erst einmal nach oben führt. Abwechselnd geht es durch Geröllfelder und über saftige Wiesen. Von hier oben hat man einen grandiosen Blick auf die gesamte Gebirgskette. Ab und an muss man ein paar Weideeinzäunungen queren, ansonsten ist der Weg mit gutem Schuhwerk leicht zu meistern. Wir kommen nun an die Schlüsselstelle, jetzt sind wir kurz vom sogenannten Gatter und müssen ein klein wenig nach oben klettern. Hier angekommen stehen wir direkt an der Grenze, die Österreich und Deutschland trennt. Das Gatterl, ein altes Drahttor, ist sozusagen die Verbindungstür nach Deutschland. Auf der deutschen Seite kämpfen wir uns nun durch ein regelrechtes Steinmeer, über den ebenen Plattsteig, bis schließlich die Knorrhütte vor uns auftaucht. Dort auf der Terrasse kann man sich noch einmal kurz stärken und das Panorama genießen, bevor dann der eigentliche Aufstieg über das Zugspitzplatt beginnt. Das Gebirgsmassiv und der Schneefernerkopf mit seinen 2874 Metern wird uns den Rest der Tour begleiten. Jetzt heißt es, sich das Geröllfeld nach oben kämpfen. Die Schafe, die hier weiden, haben gerade Junge, weshalb wir auch an Lämmchen vorbeikommen. Hin und wieder kreuzen wir ein paar Schneefelder, viel Schnee ist aber nicht mehr übrig geblieben. Endlich kommen wir an der letzten Etappe an der Sonnalpinhütte und der Gletscherbahn an. Hier befinden wir uns auf exakt 2600 Metern. Dieses Geröllfeld, das man hier sieht, gilt es nun zu bezwingen. Wie kleine Ameisen kämpfen sich die Bergsteiger den Hang hinauf. Wer sich diese Partie nicht zutraut, der kann das letzte Stück auch mit der Bahn nach oben fahren. Wir nehmen das Geröllfeld natürlich in Angriff. Noch ein kleiner Tipp, der rechte Weg diesen steilen Hang hinauf läuft sich ein wenig besser. Jedenfalls kommen wir hier gut voran. Schritt für Schritt nähern wir uns dem Ziel. Und dieser Berghang zehrt nochmal ordentlich an den Kraftreserven. Doch zu früh gefreut, oben erwartet uns noch ein Klettersteig, der mit Stahlseilen gesichert ist. An dieser Stelle machen sich jetzt die Beine bemerkbar und das Gewicht des Rucksacks. Und jetzt ist sie auch schon zum Greifen nah, die Zugspitze. Wer mag, kann sich hier noch gemütlich auf eine Bank setzen, bevor es dann an das letzte Stück geht. Deutschlands höchster Berg ist gleich geschafft. Noch ein paar Kehren gilt es zu laufen und weiter zieht sich der Weg hinauf. Wolken kriechen langsam heran und bringen eine kalte Wetterfront mit. Hier oben ist die Luft deutlich dünner und es hat abgekühlt. Jetzt ist es gleich geschafft. Anstrengend war es, aber die Begeisterung sieht man, glaube ich, in unserem Blick. Oben angekommen ist dann von der Idylle nichts mehr zu merken. Regelrechte Menschenmassen überlaufen den Gipfel. Schließlich fahren gleich 3 Bahnen bis zu 4000 Touristen täglich nach oben. Massentourismus. Sie alle wollen mal kurz am Gipfelkreuz stehen für ein Erinnerungsfoto. Auch wenn sie nicht den Aufstieg zu Fuß gemeistert haben. Wer letztendlich zum Gipfelkreuz möchte, der muss ein paar Eisenstufen überwinden, sich gut festhalten, auch ein wenig klettern und dann sieht man es auch schon vor sich. Das Gipfelkreuz von Deutschlands höchstem Berg. Es steht hier schon seit 1851 und der Ausblick von hier oben ist überwältigend. Am Abend wird es ruhiger und nur noch die Bergsteiger bleiben zurück, die hier heute Nacht im Münchner Haus schlafen wollen. Nach einem überwältigenden Sonnenuntergang und einem atemberaubenden Naturschauspiel werden wir unter freiem Himmel schlafen. Damit wir am nächsten Morgen diesen wundervollen Sonnenaufgang
genießen können.